Was die Mercator-Karten angeht, dem Mandeus Mercator. Es ist so, dass alle diese Karten aus den Schatzkammern des Vatikans gekrochen sind, aus den unterirdischen Verliesen. Man muss sagen, die Bibliothek von Alexandria ist gar nicht verschwunden. Die konnte nicht verschwinden. Man soll uns keine Märchen erzählen, dass sie vernichtet wurde. Sie wurde nicht vernichtet. Die Tour von Caesar nach Alexandria, sie war der erste Streich, um eine Riesenmenge an Karten und eine Riesenmenge Bücher nach Italien zu schaffen. Als einige Schiffe von Caesar mit den Büchern ausgefahren sind, hat man in der Bibliothek von Alexandria ein Feuer gelegt, welches die Römer selber mit den Ägyptern gelöscht haben. Gleichzeitig während des Feuers brachte man noch mehr Bücher weg. Danach gab es weitere Pogrome der Art. Als Serpentum zerstört wurde von den Christen im 2. Jahrhundert, hat man das hinzugefügt, was möglich war. Sie hatten auch Exemplare, einzigartige, uralte, wichtige, von großer Bedeutung. Und Karten hatten sie auch, aber Abschriften. Eine riesige Menge an abgezeichneten Karten, Büchern und viel auf Papyrus. Und das alles wurde an Studenten zum Arbeiten verteilt. Da war auch der große Tempel Serpentum. Nicht nur eine Bibliothek und Aufbewahrungsort, dort gab es auch Lesesäle, dort hielten Hypatia und ihr Vater Vorlesungen in Mathematik, Philosophen arbeiteten dort, Geographen, Ethnographen. Herodot hat dort als in Alexandria gearbeitet. Als es Alexandria noch nicht gab, hat er bereits Bücher gesammelt, Material von den ägyptischen Priestern. Vor ihm hat Salon gearbeitet, ein Verwandter von Plato, Aristokles. Verbrannt hat man eine Riesenmenge Kopien, Kopien und nochmals Kopien. Alle Originale sind in den Vatikan gekommen. Ich erzähle euch jetzt etwas. Ich erwähnte nur die Bibliothek von Alexandria. Ich werde dem noch etwas hinzufügen. Das, was nicht jeder kennt. Nur Auserwählte kennen das. Ich bin einer von denen. Im Vatikan ist nicht nur die Bibliothek von Alexandria versteckt. Dort ist noch die Bibliothek aus Theben. Aus Theben und der Stadt Auset. Der Vatikan besitzt die riesige Bibliothek von Heliopolis. Die Bibliothek der Stadt Anu ist auch dort. Durch welches Wunder? Aber das ist ein anderes Thema. Zudem sind in den Vatikan die Bücher aus Karthago, die Bibliothek von Karthago gekommen. Als Karthago eingenommen wurde, während des Dritten Punischen Krieges, wurden alle Bücher, also das ganze Archiv von Karthago, ist nach Rom gekommen. Keiner hat es verbrannt. Es wurde beschlagnahmt, weil die Leute von Rom und die römischen Archivatoren längst da waren. Und selbst der Senat, er hat seine Stadt, nicht Rom, sondern Karthago, längst verraten. Die Senatoren haben die Bücher gesammelt und den Römern gegeben. Sie dachten, das mächtige Rom bekommt es. In Wirklichkeit stand schon damals Vatikan hinter Rom. Warum Vatikan? Warum gab es ihn, als man von Rom noch nicht gehört hat? Weil die Priester des Amon den Vatikan geschaffen haben. Die Priester des Tempels von Amon. Der einstige Tempel von Theben ist Vatikan. Der ägyptische Tempel von Auset, das ist der Vatikan heute. Die dunkle Form von Set. Oder Amon. Deshalb wurden alle diese Bücher aus Theben, aus Heliopolis, aus Karthago, aus dem mächtigen Tyros. Tyros hat einst Alexander der Große eingenommen. Die Bibliothek von Tyros wurde nach Karthago gebracht. Jetzt ist sie im Vatikan. Dazu kommt noch die Bibliothek von Athen. Als 1204 Konstantinopel gefallen ist, wurde die ganze Bibliothek von Konstantinopel, und sie ist direkt verbunden mit der von Alexandria, weil vieles aus Alexandria nach Konstantinopel rübergebracht wurde, die Stadt von Konstantin, der neuen Hauptstadt des Imperiums.
Das befindet sich alles im Vatikan. Und der Vatikan hat in kleinen Portionen solche Karten herausgegeben, als sie gebraucht wurden, an die Entdecker und Reisenden. Zum Teil hat er sich mit zwei Händlerclans angefreundet. Das waren der Clan von Genua und der Clan von Venedig. Die Venezianer sind nach England rübergezogen, wie es bekannt ist. Und wohin ging der Genuesische? Die haben sich in den Niederlanden niedergelassen. Das türkische Imperium hat ihnen den Hahn abgedreht im Süden. Und sie fingen im Norden an, das zu machen, was sie im Süden gemacht haben. Mit den Türken haben sie gekämpft und mit dem Rest der Welt gehandelt. Aber dem Vatikan war es noch nicht nach der neuen Welt. Die neue Welt war noch tabu. Die Schiffe waren gut, sogar die Wikinger haben schon auf Drakaren und Knochen Amerika entdeckt. Die sind weit gefahren, bis nach Neufundland und sogar südlicher. Sie sind bis nach Florida runtergefahren, um darüber zu sprechen, aber als sie getauft wurden, als sie das Christentum angenommen haben, man muss anmerken, als sie Heiden waren, sind sie rübergefahren. Als sie das Christentum angenommen haben, sind ihnen die Wege dorthin abgeschnitten worden. Alle. Und ihre Kolonie in Grönland, sie ging unter. Die sind nicht mehr nach Amerika gereist. Der Vatikan hat die neue Welt noch nicht gebraucht. Deshalb hat man keinem die Karten herausgegeben, bis ins 15. Jahrhundert. Es gab aber noch ein Land, das in die neue Welt gereist ist und die altertümlichen Karten benutzt hat, die wir zusammen suchen sollten. Wir müssen sie mal suchen. Die sind wohl auf. Die sind in der großen Bibliothek vom Zaren Ivan Grozny gelagert, den man für ein bisschen seltsam hält, so wie Stalin. In Wirklichkeit war es ein genialer Mensch, ein Rechtschaffender. Er hat diese Karten und die Bibliothek bewahrt. Die Sache ist die, es gibt bei uns einen Mythos, der stets abseits der anderen Mythen, dem von Novgorod, von Alter Ladoga und von anderen Mythen unserer Länder ist. Unsere Fürstentümer. Er ist als einziger von dieser Art übrig geblieben, obwohl es sich verschiedene waren. Früher gab es viele solche Mythen, 20, 30, vielleicht auch hunderte von den Abenteuern der Novgoroder Uschkudzniki in der neuen Welt. Weil die Novgoroder ihre eigenen Hafen hatten an der Wolga, zum Beispiel Chlynow. Sie hatten im Delta der Donau einen Hafen am Schwarzen Meer. Einen mächtigen Hafen. Im Delta der nördlichen Dwina, der mit der Zeit zu Archangelsk wurde. Und von dort flogen die jungen Novgoroder in die ganze Welt aus. Sie hatten gute Schiffe. Als Seefahrer waren sie großartig, exzellente Krieger. Wenn wir Novgoroder Siedlungen bis zu unseren großen Ob, bis zum Altai-Gebirge finden, jetzt stelle sich heraus, dass sie in den Jenisej gefahren sind. Dann in den Ufern von Jenisej finden wir Novgoroder Häfen, wo ihre Schiffe gestanden haben. Das passt in keinen Rahmen der heutigen Historiker. Was will ich damit sagen? Dass die Novgoroder nicht nur Karten von ganz Sibirien hatten, sie hatten auch Karten von der Atlantik. Und Novgoroder Schiffe segelten weit nach Westen. Der einzige Mythos, ich wiederhole, ist der von Sadko, bis heute lebendig geblieben ist. Ihr kennt ihn. 30 Schiffe fuhren in Novgorod aus. Dieser Mythos erzählt wahre Begebenheiten. Aber er ist oftmals redaktiert und überschrieben worden, angeblich zur Goldenen Order. Welche Goldene Order im 9. Jahrhundert? Das war im 9. Jahrhundert, als es noch kein Christentum in Russland gab. Und sie sagen zur Goldenen Order. Man brachte von dort Silber, die Russen brachten es. Gold fässerweise. 30 Schiffe fuhren aus und 30 kamen zurück. Dort im Mythos ist die Rede von einem Menschenopfer. Der Kapitän wird über Bord geworfen, den Göttern des Meeres zu opfern. Welchem König des Meeres denn? Was ist das für ein Meer, wo man einen Menschen über Bord schmeißt und ihn dem Meer opfert? Und er, anstatt zu ertrinken, bei sich zu Hause auftaucht, im großen Novgorod.
Das bedeutet, er geht durch andere Dimensionen und nach dem Gesetz von Teleportation landet er an der Stadtmauer seiner Heimatstadt, wie es ihm sein Wille befiehlt. Es gibt nur einen mehr, der so etwas kann. Ihr kennt ihn. Es ist der Sargasso-See, das berüchtigte Bermuda-Dreieck. Dort geschehen solche Dinge. Dort verschwinden Flugzeuge, verschwinden Menschen, Schiffe. Keiner weiß wohin. Und dazu auch noch spurlos. Der Sargasso-See ist gut beschrieben in dem Mythos. Ihr könnt ihn selber lesen, obwohl er oft umschrieben wurde. Ein altertümliches Erbe über Reisen von den Christen zerstört. Nur diese Geschichte ist übrig geblieben, zufällig. Es war eine ganze Sammlung von Mythen. Der Mythos von Sadko ist heil geblieben. Wenn man bedenkt, dass es solche Reisen früher gab, noch was, wegen dem Gold und wegen dem Silber. Als unsere Chemiker die chemische Zusammensetzung des Silbers untersucht haben, stellte sich heraus, dass es peruanisch war. Nicht mexikanisch, meine Herren, peruanisch. Das heißt, Sadkos Schiffe fuhren den Amazonas rauf und handelten mit bolivianischen Indianern. Ich weiß nicht, wie man es erklären kann. Die Chemieproben sagen es. Und das Gold ist mexikanischer Herkunft. Das ganze Gold, das wir aus dem 8. Jahrhundert haben, aus dem 9. und 10., das bis heute existiert, stellt sich nach den Chemieproben als mexikanisches Gold heraus. Es ist nicht europäisch oder asiatisch. Was sagt uns das? Es gab Karten und die Karten waren gut. Die Karten waren genau, mit Angaben von Riffen. Es waren Seefahrerkarten. Die Karten zeigten Buchten, zeigten Inseln und mit diesen Karten konnte man den Ozean durchqueren. Es gab sie in Russland. Iwan Grosny hat diese Karten gesammelt. Iwan Grosny sammelte auch alte Schriften, wie sie übrig geblieben sind, nachdem Arkona, nachdem Tarnova, nach Wolin, nach Schesin, nach den Städten unseres ledischen Russlands. Als alle diese Städte zerstört wurden, sammelten auch Christen die Bücher ein. In Sofia war ein großes Lager aus Nowgorod. Dann kam es nach Moskau und Iwan Grosny versteckte es für spätere Generationen. Ein Dank ihm und eine tiefe Verbeugung dafür. Jetzt ist es noch zu früh, um diese Karten herauszuholen, weil unsere Historiker, in erster Linie ist es die Wissenschaft, dessen Strippenzieher hinter dem Vorhang sind. Die Wissenschaft wird von ihnen kontrolliert, für sehr viel Geld. Die Wissenschaft ist korrupt. Wenn sie das bekommen würde, würden es die Masonen, also die Freimaurer, bekommen. Man wird das aus Russland herausschaffen und das wird zerstört werden. Und uns zeigt man den Finger und sagt zu uns, ihr Affen, ihr seid erst vom Baum runtergekommen. Lebt so, wie ihr immer lebt. Das ist aber unser Vermächtnis. Deshalb sind diese Karten, man muss es klar und deutlich sagen, wenn alte Bibliotheken immer noch existieren, altertümliche Bücher auch, soll man auch nicht an diesen Karten zweifeln. Die alte Zivilisation war eine alte Zivilisation. Sie kannte ihre Sache. Sie war höher entwickelt als die heutige. Wenn man bedenkt, dass sie schon seit 65 Millionen Jahren existiert, seit dem Paläozän, ja, ich habe mich nicht geirrt. Seit dem Paläozän. Beweisen will ich es nicht. Das würde zu lange dauern. Wenn es sein muss, könnte ich es leicht beweisen. Seit dem Paläozän, alle Katastrophen, kosmische und durch Kriege ausgelöste, die sich ereignet haben, wir sagen kosmische, in Wirklichkeit waren es Kriege. Warum ist der ganze Planet von Kratern, von sehr starken Explosionen, von Plasma, Kern und anderen Waffen bedeckt? Wenn man sich damit auseinandersetzt, dann kommt man zum Schluss, dass alle diese Katastrophen in den Mythen beschrieben sind. Das heißt, die vergangenen 65 Millionen Jahre sind in unserer Mythologie zu finden. Man muss sie nur erforschen. Das ist alles. Was die Karten angeht, war es so, dass diese im 15. und 16. Jahrhundert wieder freigegeben worden sind. Manche sind freigegeben worden, manche sind in der Türkei geblieben und den Türken in die Hände gefallen. In der Türkei waren sie anfangs an Orten, wo sie weder Christen noch Türken fanden. Offensichtlich gab es besondere Verstecke, auch andere neben dem Serpentum. Вот так.
Das ist die Piri-Reiskarte von Antarktis und Amerika. Außer diesen Karten gab es noch andere, die wir nicht einmal kennen. Welche Karten Sadko hatte, wissen wir auch nicht. Aber es gab diese Karten. Karten müssen da gewesen sein, als das große Bjørkmeland existierte. Die Schiffe von Bjørkmeland fuhren auf dem Nordweg rüber bis nach Vladivostok. Vladivostok ist mindestens 5000 Jahre alt. Wie lange will man denn noch lügen? Vladivostok ist 5000 Jahre alt. Unsere Archäologen, sogar unsere Akademiker hatten es schon längst bewiesen. Lest die Arbeit von Gusev, Aler Gusev. Außer seinen Werken drüber gibt es noch andere. Die Briten würden schon längst dieses Territorium unter den Nagel reißen. Man hatte ihnen alles gezeigt. Die Artefakte hier sind alle russisch. Das ist unser Land. Die haben sich die Rüben gekratzt und sind wieder gefahren. Diskutieren ist sinnlos. Früher war der Nordweg über das Polarmeer offen. Es gab kein Eis, Grönland war grün. Die Schiffe fuhren aus dem nördlichen Bjørkmeland nach dem östlichen. Das gigantische Tartaria oder Bjørkmeland, das war ein riesiges Imperium, das noch lange existiert hat. Es existierte und fing erst im 15. und 16. Jahrhundert an, unterzugehen, mit der Ausbreitung des Islams in den Norden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will nicht darüber sprechen. Karten gab es und es gibt sie. Sie werden aufbewahrt. Wann wird denn endlich der Vatikan von der Weltorganisation unter Frage gestellt? Wann wird man anfangen, sich mit ihm auseinanderzusetzen? Warum, Liebster, hast du 20 Millionen Menschen verbrannt? Warum versteckst du das jahrmillionenalte Vermächtnis unserer Ahnen und gibst es nicht heraus? Warum machst du den Anschein, gegen die Freimaurerlogen zu kämpfen, aber gleichzeitig die machtvollste Freimaurerorganisation unterhältst, die Jesuiten, und bis heute die Illuminatenlogen kontrollierst und finanzierst? Wenn man dem Vatikan diese Fragen stellen wird und wenn die unterirdische Stadt eine gigantische Stadt, der Vatikan selber ist klein, aber unter der Erde ist es halb Italien. Wenn man das alles an die Oberfläche bringt, dann wird man sagen, seht, was da verborgen liegt. Man muss es so machen, dass es den Geheimdiensten nicht in die Hände fällt. Das ist das Vermächtnis der ganzen Menschheit. Und alle Völker der Erde sollen dieses Wissen wiederbekommen, das verloren wurde. Wenn wir so weit sein werden, dann sehen wir diese Karten und andere Werke in Geografie und so weiter. Werke, von denen wir nicht einmal träumen. Aber die Zeit ist noch nicht gekommen.